Ja, ich habe tatsächlich noch zwei Uhren in meiner Sammlung. Die eine ist die Pepsi, das ist meine Hochzeitsuhr, die wird selbstverständlich nie verkauft. Und ja, es stimmt, ich habe fast alle meine Uhren verkauft. Und der Grund. So, liebe Freunde, wir hatten schon ewig lange kein richtiges Q&A mehr, deswegen gibt es heute wieder 10 Fragen von euch, die ich beantworte, unter anderem zu meiner aktuellen Uhrensammlung. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, sondern legen direkt los. Und wenn du mir auch eine Frage stellen möchtest, für dich eine coole Info, ich mache wirklich fast jeden Tag auf Instagram einen Q&A, wo ich 20, 30 eurer Fragen beantworte. Einfach hier klicken, mir auf Instagram folgen und dann kannst du auch deine Frage stellen. Ich freue mich schon drauf, sie zu beantworten. Und für alle, die sparen wollen, wir haben die Black Week ab Freitag, 24. November. Wir werden dort Uhren deutlich unter Marktpreis bei Max Rotfuß anbieten. Es wird bis zu 59% Rabatt auf meine Uhrenschutzfolien geben und auch eine Rabattaktion zur Warteliste Masterclass. Wenn du da mehr Infos möchtest, dann kannst du jetzt auch hier oben klicken oder unten in der Videobeschreibung. Und damit legen wir jetzt aber wirklich los mit Frage Nummer 1 von Robin Wagner. Hey Kai, lieber eine Submariner aus dem Jahr 1996 oder lieber das 2013er Modell kaufen? Meiner Erfahrung nach ist es so, du fragst jetzt hier, ob du eine Vintage oder eine einigermaßen moderne kaufen sollst, Rolex Submariner. Meine Erfahrung ist so, wenn du die Frage stellen musst, dann solltest du dir meistens die moderne kaufen. Das liegt einfach daran, dass die Leute, die sich Vintage kaufen, die machen es meistens 100% bewusst und die wissen auch, wieso sie sich eine Vintage kaufen wollen. Und die Leute, die sich eine Vintage kaufen, die wollen in der Regel auch keine moderne Rolex haben. Zumindest nicht dieses Modell. Andersrum sieht es wahrscheinlich bei dir aus. Du bist dir vermutlich nicht ganz unsicher, auch weil die neue etwas teurer ist und fragst dich deswegen, ob du nicht lieber ein bisschen was sparen solltest und dir dann die Vintage-Uhr kaufen solltest. In dem Sinne sage ich dir, nein, das macht meistens keinen Sinn. Kauf dir dann lieber das, was du wirklich willst. Und wenn du zum Beispiel lieber eine ganz neue Rolex Submariner möchtest, würde ich dir sogar empfehlen, noch ein bisschen mehr zu sparen, lieber das zu kaufen. Sonst bist du nachher nur so halb befriedigt und besonders Neulinge im Uhrenthema sind mit Vintage meistens dann nicht so zufrieden, beziehungsweise es ist halt oft ein Ersatzkauf. Die nächste Frage kommt von Gustav B. Er fragt, wie lange man aktuell auf eine Rolex 126713 GRNR wartet. Das ist die neue GMT Master 2 in Stahlgold am Jubiläe-Armband. Hier ist es so, wenn ihr mal auf die Marktpreise guckt, dann seht ihr, die sind relativ nah schon am Listenpreis. Der Max hat tatsächlich vor ein paar Wochen erst die letzte verkauft und zwar für vielleicht 5 bis 10% über dem Listenpreis. Ich blende es euch hier mal ein, falls ich es noch finde. Jedenfalls, was ich sagen möchte, ist die, der Marktpreis und der Listenpreis sind fast gleich. Und deswegen ist die Wartezeit auf diese Uhr, wenn dir dein Rolex-Händler eine verkaufen möchte, nicht besonders lang. Und wenn dir dein Rolex-Händler irgendwie keine verkaufen möchte, würde ich halt wie immer zu mehreren Rolex-Händlern gehen und halt auch den Graumarkt im Auge behalten und mir dann vielleicht eine gebraucht holen, weil dann zahlst du vielleicht effektiv am Ende 500 Euro mehr oder sowas. Aber dafür hast du die Uhr eben ohne lange Wartezeit und im Wesentlichen ohne den ganzen Zirkus, ne? Nächste Frage kommt von Andy22. Welchen Uhrenbeweger findest du gut? Hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe mit Uhrenbewegern nicht wirklich meine Erfahrungen gemacht. Ich habe mich natürlich in das Thema ein bisschen mal eingelesen, weil ich die Frage oft bekomme, weil ich auch Freunde habe, die zum Beispiel Uhrenbeweger haben. Bei Uhrenbewegern ist es insgesamt erstmal wichtig, dass die Uhrenbeweger nicht den ganzen Tag drehen. Weil wenn die den ganzen Tag drehen und eure Uhr den ganzen Tag den Rotor dreht, dann schadet es dem Uhrwerk so gesehen zwar nicht, aber natürlich ist da einfach mehr Abnutzung, als wenn nur, wie bei den besseren Uhrenbewegern, der zum Beispiel 500 Umdrehungen pro Tag macht. Das heißt, er dreht eine Weile, bleibt dann wieder stehen, dreht wieder eine Weile, bleibt dann wieder stehen. Die Funktion hat aber fast jeder Uhrenbeweger, der einigermaßen ordentlich ist. Also mir kommt da in den Kopf sowas wie Designhütte, solche Hersteller, da gibt es für 200, 300 Euro vielleicht Uhrenbeweger, die sollten diese Funktion haben. Wenn nicht, würde ich auf diese Funktion auf jeden Fall achten und dann machst du da auch keinen Fehler. Da solltest du im Preisbereich deutlich unter 1000 Euro auf jeden Fall fündig werden. Die nächste Frage kommt von Leo Fuchs. Denkst du, dass die Pepsi in 2024 durch eine Neuauflage der Coke ersetzt werden könnte? Leo, ganz kurz gesagt, habe ich eins gelernt. Ich bin jetzt seit 6 Jahren hier im Uhrenthema oder eigentlich länger, seit 7 Jahren ungefähr im Uhrenthema und seit 5 oder 6 Jahren mache ich das hier auf YouTube. Die ganzen Gerüchte rund um, was neu kommt von Rolex und was eingestellt wird, sind immer bis ganz kurz vor der Neuvorstellung, das wird im März, April 2024 sein, wirklich nur Gerüchte. Es gibt Argumente, die sprechen dafür, dass bei der Pepsi was passiert, nämlich die Auslieferungsmengen, die sind definitiv runtergegangen. Das habe ich jetzt von 10 oder 12 verschiedenen Rolex-Händler-Mitarbeitern schon gehört.
aber das kann immer auch andere Gründe haben. Rolex sagt, anscheinend haben sie Produktionsprobleme, das ist das, was ich gehört habe. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die schon wieder Produktionsprobleme haben oder ob was anderes dahinter steckt. Jedenfalls kann es sein, dass die Pepsi eingestellt wird. Dafür spricht auch, die blau-rote Lünette scheint in der Herstellung deutlich komplizierter zu sein. Das haben sie schon damals gesagt, als schwarz und eine Farbe, so wie die Batman zum Beispiel. Und schwarz-rot wäre somit logischerweise dann auch einfacher. Es gibt da aber auch Argumente, die dagegen sprechen, zum Beispiel, dass die Pepsi eines der beliebtesten Rolex-Modelle ist und dass die erst seit 2018, also seit 5 Jahren, auf dem Markt ist. So gesehen, ich habe dazu keine fixe Meinung. Ich würde sagen, sie bleibt eher im Programm, als dass sie eingestellt wird, aber erfahren werden wir es, wenn die Neuheiten vorgestellt werden, also vermutlich März, April 2024. Die nächste Frage kommt von Liga 21 und er fragt, wie oft bringst du deine Uhren zur Revision? Die älteste Uhr, die ich habe, also Luxusuhr, ich habe ein paar ältere, ich habe ein paar, die sind 10 Jahre alt, aber das sind Seikos und Orient habe ich noch eine, meine allererste war das. Meine älteste Luxusuhr ist tatsächlich, wahrscheinlich die hier. Die habe ich 2018 gekauft, meine Hochzeitsuhr, die Pepsi. Da ist die Garantie jetzt gerade abgelaufen. Ich hatte sie noch nie bei der Revision und ich schätze mal, bis ich sie das erste Mal zur Revision bringe, vergehen wahrscheinlich noch ungefähr 3 bis 10 Jahre. Also was ich von Leuten gehört habe, die schon deutlich länger im Hobby sind, ist, dass man seine Rolex meistens so alle 8 bis 15 Jahre zur Revision bringen muss und dass man sie meistens genau dann bringt, wenn sie anfängt, irgendwie ungenau zu laufen. Das bedeutet, was ich mache, und so würde ich dann an deiner Stelle auch machen, ist, ich würde einfach, wenn die Uhr mal nicht mehr richtig läuft, also sagen wir mal, sie verliert oder gewinnt mehr als 10 Sekunden pro Tag, dann bringst du es zum Uhrmacher deines Vertrauens, der soll sie mal durchchecken, vielleicht ist sie auch nur magnetisiert oder irgendwie sowas, und ansonsten würde er dir sagen, hey ja, die läuft nicht mehr so rund, und dann würde ich sie zu Rolex schicken. Vorher würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Gut, NicoSC96 fragt, Preiserhöhungen bei Tudor und Rolex in nächster Zeit wahrscheinlich? Ich denke nicht, weil ich denke, wenn Tudor und Rolex jetzt nochmal die Preise erhöhen, dann driften die Leute endgültig auf den Graumarkt ab, weil schon jetzt ist es so seit der letzten Preiserhöhung, dass ganz viele Modelle einfach schon ganz nah dem Listenpreis sind und dass es viele Modelle gibt, die sogar schon unter dem Listenpreis erhältlich sind. Da hat der Max Rotfuß gestern, glaube ich, ein Video zu gemacht, verlinke ich euch hier. Und dementsprechend gehen die Leute jetzt schon immer mehr schon auf den Graumarkt, weil sie keine Lust haben, irgendwie sich auf Wartelisten schreiben zu lassen und so weiter und so fort. Und weil sie die Uhren einfach auf dem Graumarkt oder Gebrauchtmarkt teilweise schon günstiger bekommen. Ich glaube, wenn Rolex jetzt nochmal Preise erhöht, dann ist wirklich fast jede Rolex außer die Pepsi und die Daytona und vielleicht noch die Batman und die Sprite und vielleicht noch 2, 3 andere Modelle, die sind dann unterm Listenpreis auf dem Graumarkt. Und das bedeutet, die Rolex-Händler haben es dann noch schwerer, ihre Uhren zu verkaufen oder müssen an den Graumarkt verkaufen, was ja, glaube ich, nicht in Rolex Interesse ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass erstmal für die nächsten 2, vielleicht auch 3 Jahre eine Preiserhöhung ausbleibt. Aber das sehen wir ja dann, ne? Florian Ressel fragt, perfekte Sammlungsgröße, Anzahl? Ja, das ist eine interessante Frage gerade, weil ich mich selber auch jetzt die letzte Zeit damit beschäftigt habe. Ich habe jetzt in den letzten 5-6 Jahren habe ich in meiner Uhrensammlung alles zwischen einer, also Luxusuhr gehabt, und ich glaube am Höhepunkt hatte ich wahrscheinlich so 12, 13, 14 Uhren in der Sammlung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wie viele es waren, aber ich hatte mal wirklich eine Menge auch teurere Uhren. Und was ich da festgestellt habe, ist tatsächlich, gerade als ich da am Höhepunkt war, das war wahrscheinlich 2022, 2021, da habe ich manche Uhren einfach kaum getragen. Also es gab Uhren, die habe ich einmal angezogen, eine Woche getragen oder zwei, dann ins Safe gepackt und dann nie wieder geholt, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, die anzuziehen. Was ich sagen möchte ist, es gibt, glaube ich, immer so einen harten Kern in seiner Sammlung, den man am liebsten trägt. Und dementsprechend braucht man, denke ich, auch keine so unglaublich große Sammlung. Vor allem, wenn man jetzt nicht Multimillionär ist, was ich noch nicht bin. Ich arbeite dran. Und dementsprechend glaube ich, die perfekte Sammlungsgröße ist am Ende des Tages eine Uhr für jeden Tag. Also eine, die man wirklich jeden Tag tragen kann, die auch zu jedem Anlass passt. Also zum Beispiel eine GMT, eine Submariner, eine Omega Seamaster Diver 300M, eine Tudor Black Bay 58 und dann noch 1 bis 2 besondere Uhren. Ich persönlich würde langfristig in meiner Sammlung wahrscheinlich dann irgendwas Goldenes von Rolex sehen, vielleicht eine Oysterflex Daytona, dafür stehe ich auf der Warteliste, auf die warte ich also gerade, und dann vielleicht noch was ganz anderes Besonderes, was ich vielleicht mir auch demnächst hole, wurde ja auch im Anfang im Intro schon angeteasert. Ich denke, das ist eine gute Sammlungsgröße, außer natürlich, wenn du Multimillionär bist oder Multimilliardär, weil dann kannst du, ich kenne Leute, die haben einfach 150 Uhren in der Sammlung, warum? Weil sie es können. Und ich glaube, das ist schon auch geil, aber das können halt die wenigsten Leute sich wirklich leisten. Deswegen denke ich,
3-4 Uhren ist, glaube ich, eine super Größe für deine Uhrensammlung. Die nächste Frage kommt von Ivan Moreno. Weißgold Day-Date 36 oder Patek Aquanaut 51-65? 51-65, das müsste die aus Mitte der 2000er sein, die Aquanaut. Und die Day-Date 36 in Weißgold ist die 128-239 mit, hier gibt es einmal mit Diamantindizes, die hatte ich mal, und auch mit anderen Zifferblättern. Ist eine schwierige Auswahl. Ich persönlich mag die Aquanaut nicht. Deswegen würde ich aus diesen beiden die Day-Date 36 nehmen. Allerdings finde ich, insgesamt ist Patek natürlich ein deutliches Stück über Rolex als Marke einfach. Und ich denke, mit einer Patek hat man doch ein ganz anderes Gefühl am Arm, als wenn man eine Rolex trägt, ohne jetzt Rolex schlecht machen zu wollen. Und dementsprechend, ich würde mir die Day-Date 36 auswählen. An deiner Stelle würde ich natürlich wirklich beides ausprobieren und mir wirklich überlegen, was für einen Eindruck möchte ich vermitteln. Wenn dir zum Beispiel wichtig ist, dass viele Leute die Uhr erkennen, dann ist vermutlich die Rolex die bessere Wahl. Und wenn dir aber wichtig ist, dass vielleicht eher, sag ich mal, du die krassere Uhr hast, die bessere Marke an der Hand hast, also mit der stärkeren Brand oder mehr Prestige auch, dann würde ich zur Patek greifen. Aber am Ende des Tages zählt, was dir besser gefällt, ist die bessere Wahl. So, vorletzte Frage von Daniel HRBG. Sehr geehrter Herr Leingang, sehr geehrter Herr HRBG, was halten Sie von der Breitling Premier B01 Lederarmband? Tolle Uhr, habe ich auch schon mal gereviewt. Problem mit dieser Uhr für mich persönlich die Dicke. Die ist relativ hoch und auch relativ groß. Ich glaube 42 mm im Durchmesser und Dicke 13 oder 14 mm. Ich weiß es nicht ganz genau, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich hatte lange keine mehr in der Hand. Die Uhr sieht super aus, für mich ist sie einfach zu groß. Und es gibt noch eine Sache, zum Listenpreis ist sie meiner Meinung nach kein guter Deal. Nicht, weil sie ihr Geld nicht wert ist, die Uhr ist qualitativ gut, aber bei Breitling ist es bei fast allen Modellen so, dass es sich immer lohnt, irgendwie auf den Graumarkt oder einen Zweitmarkt oder Gebrauchtmarkt sogar zu gucken, weil man da die Modelle eben deutlich günstiger bekommt. Es ist sogar so, dass die Breitling Premier aus, also die bis letztes Jahr aktuell war, 2022, also letztes Jahr haben sie Breitling neue Modelle vorgestellt, die gibt es jetzt sogar im Outlet in Metzingen. Was ich für das Markenbild von Breitling extrem cringe finde, ehrlich gesagt, weil ich finde, eine Luxusmarke und Outlet und 50% Rabatt passen einfach nicht zusammen. Aber wer eine Breitling Premier möchte, der älteren Generation, also bis letztes Jahr, der sollte nach Metzingen gehen und gucken, ob er nicht da einen Ultraschnapp machen kann, weil das lohnt sich dann wirklich, dann spart man im Gegensatz zum Listenpreis wirklich eine Menge Geld. So, letzte Frage von Martin Eisenbee. Du sagtest gestern, deine Uhrensammlung besteht aktuell aus zwei Modellen, Pepsi und, ja, das ist richtig, wer mir nicht auf Instagram folgt, ich empfehle es hier, da teile ich wirklich jeden Tag auch aus meinem alltäglichen Leben und auch ein bisschen privatere Informationen, beziehungsweise einfach aus meinem Alltag ein bisschen mehr und erzähle einfach auch von mir ein bisschen mehr, unter anderem auch über meine Uhren, die ich habe. Und ich habe vor ein paar Tagen dort gesagt, ja, ich habe tatsächlich noch zwei Uhren in meiner Sammlung. Die eine ist die Pepsi, das ist meine Hochzeitsuhr, die wird selbstverständlich nie verkauft. Und die andere, die ich noch habe, also Luxusuhr, ist praktisch die Black Bay 58. Und ich habe noch ein paar weitere Uhren, ein paar Seikos und so weiter, aber die zähle ich jetzt mal nicht in meine Luxusuhrensammlung dazu. Und die trage ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so arg oft. Und ja, es stimmt, ich habe fast alle meine Uhren verkauft. Und der Grund dafür, es gibt zwei Gründe. Erstens, ein paar der Modelle habe ich im Laufe der letzten ein, zwei Jahre verkauft. Ganz einfach deswegen. Grund Nummer eins, ich habe viele davon einfach grau und teuer eingekauft. Da fällt mir zum Beispiel ein, die Daytona am Oysterflex Armband 116-518 LN. Die möchte ich auf jeden Fall wieder haben, aber ich habe sie mir damals für, was habe ich gezahlt, 45.000 Euro oder so gekauft auf dem Graumarkt, weil ich keine Geduld hatte. Ich habe nie Geduld, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und dementsprechend habe ich dann einfach gesehen, okay, wenn ich jetzt sie verkaufe und mir später wieder kaufe, dann macht es mehr Sinn, als dass ich da 10.000 Euro an der Uhr kaputt mache, weil ich damals auch dachte, okay, die gehen bestimmt wieder runter auf 35 oder irgendwie sowas. Und dementsprechend habe ich sie damals verkauft, weil ich sie einfach viel zu teuer eingekauft habe und weil ich das Geld auch für mich gebraucht habe, also für mein Unternehmen. Wir haben ein Haus gekauft und umgebaut letztes Jahr und dementsprechend gab es da einige Ausgaben, wo ich das Geld gebraucht habe. Und deswegen habe ich so ein paar Uhren meiner Sammlung verkauft, nach und nach. Und ja, der zweite Grund, warum ich jetzt gerade vor relativ kurzer Zeit fast alles verkauft habe, was noch in der Sammlung ist, ist aber ein relativ erfreulicher, würde ich sagen. Ich habe mir nämlich eine neue Uhr angelächelt. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, was es werden wird, aber es hat schon eine bestimmte Richtung angenommen. Und ich habe tatsächlich deswegen jetzt einige Uhren aus meiner Sammlung verkauft, einfach um das Geld parat zu haben, um den neuen Lustkauf zu tätigen.
Wird mal wieder Zeit für ein neues Level. Ich habe auch wieder richtig Bock, mal wieder was richtig Geiles Neues zu kaufen. Und deswegen habe ich praktisch jetzt meine Uhren verkauft. Und ich bin gerade dran, mir eben eine neue Uhr zu kaufen. Ich habe auch schon Videoaufnahmen dazu gemacht. Wenn ihr wollt, beziehungsweise lasst mich gerne wissen, ob ihr nicht wollt, dass ich dazu ein Video mache. Dann nehme ich euch mal auf diesen Kaufprozess mit. Dann erfahrt ihr auch, was es wird. Und dann mache ich, wenn es soweit ist, dann auch wieder ein Sammlungsupdate. In diesem Sinne, wie gesagt, wer mir auch Fragen stellen möchte oder wer auch mit mir in Kontakt treten möchte, kann es gerne über Instagram tun. Link hier oben. Und ansonsten, Black Week startet am 24. November. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß, einen schönen Sonntagabend. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.